Inazuma Kohaku, was bedeutet das? Inazuma steht für Blitz. Sehr schön zu erkennen an der Zeichnung, ähnlich wie ein Blitzeinschlag. Es handelt sich hierbei um einen Sansai, dreijährig, 52 cm, weiblich, vom Züchter Yokiushi Hirasawa. Die Blutlinie besticht auch durch ein sehr gutes Wachstumspotenzial, denn Kohakus 80 cm und größer sind bei Yokiushi Hirasawa keine Seltenheit. Was den Koi weiter auszeichnet, ist die saubere Abgrenzung, das Nibanhi, also die zweite Lage rot. Wir haben hier eine sehr saubere Abgrenzung zum Weiß. Die Schuppen sind in sich super schön eingefasst. Saubere Abgrenzung. Dann auch ein Indiz für eine hohe Qualität ist, wenn man hier innerhalb der Schuppen das Hi betrachtet. Die Schuppen sind so leicht seitlich nochmal eingefärbt, ähnlich wie beim Fukurin. Das ist auch ein Indiz dafür, dass das Rot in den nächsten Jahren noch wesentlich intensiver wird.